Somit Heise und Konnichiwa. Hier ist wieder euer Keanu zurück mit einem neuen Let's Play Projekt. Und zwar The Legend of Zelda The Wind Waker HD. Und ich hoffe, der Sound ist laut genug vom Spiel. Das müsste ich nämlich auch noch wissen. Das habe ich voll vergessen zu erfragen. Na gut. Spielen wir den Wind Waker HD. Und ich spiele mit Pro Controller. Und ich habe mir gedacht, ich spiele das Ganze im Hero-Mode. Ach, jetzt muss... Ich hätte vielleicht auch den Save behalten sollen, den ich vorhin testweise mal gemacht habe. Gut, dann kriegen wir das jetzt irgendwie so hin. Ich heiße... Ja... Keamu, genau. Wir fahren jetzt alle mal Keamu. Ist das überhaupt ein Tier oder... Das hört sich wirklich an, so wie ein indisches Tier oder so. Sound passt. Wunderbar. Ich finde ein bisschen... Zu laut. Dann mache ich den Sound noch ein bisschen leiser. So. Ich könnte mir immer wieder sagen, wie der Sound ist. So. Heldenmodus. Im Heldenmodus nimmst du doppelt so viel Schaden und es erscheinen keine Herzen. Nur für wahre Helden. Ja, machen wir. Wir sind ein bisschen... Ich sollte auch Start drücken. Vielleicht. Wir sind ein bisschen sehr... Hui. Und so, das ist eine der vielen Sagen und Legenden, die sich die Menschen überliefern. Ach, schöne Musik, ist schön. Es war einmal vor langer, langer Zeit in einem weit entfernten Königreich, von dem man sagte, die Kräfte der Götter würden in ihm ruhen. Dieses Land war gesegnet mit der Frische lebendigen Grüns und idyllischer Natur. Aber das Böse hatte sein Auge darauf gerichtet und raubte die Kräfte der Götter. Durch diese dunklen Mächte wurde das Königreich in die Finsternis gestürzt. Doch als es so aussah, als wäre das Ende gekommen, tauchte plötzlich ein Jüngling, gewandet im Grün der Wiesen, aus dem Nichts auf. Der Jüngling schwang sein heiliges Schwert und bannte damit das Böse. Das Licht der Hoffnung erleuchtete das Königreich wieder. Das Volk nannte den Jüngling, der die Grenzen der Zeit überwunden hatte, den Helden der Zeit und überlieferte seine Geschichte. Generationen vergingen und sein Abenteuer warfen sich mit der Zeit dem Mantel der Legende über. Doch dann wurde das Königreich erneut in den Sog der Tragödie gezogen. Das Böse, das der Jüngling vermeintlich gebannt zu haben schien, kroch einmal mehr aus den Eingeweiden der Erde hervor. Das Volk des Königreiches glaubte fest daran, dass der Held der Zeit zurückkommen würde. Doch kehrte er nicht wieder. Hilflos standen die Menschen dem Bösen gegenüber. Ihnen blieben nur ihre Gebete. Guten Abend, Rody. Wie geht's dir so? Wie war dein Tag? Schließlich blieb ihnen kein anderer Ausweg, als ihr Schicksal in die Hände der Götter zu legen. Was danach aus dem Königreich wurde, davon weiß heute niemand mehr zu berichten. Wieso kann man diese Geschichte eigentlich so gut mit... sage ich gleich, die Erinnerung an das Königreich mögen verblassen, aber die Legende wird vom Wind getragen und ist noch nicht vergessen. Es gibt eine Insel, auf der es braucht es, einem Jungen ein grünes Gewand zu überreichen, so er ein bestimmtes Alter erreicht. Der Wind, der über das Grün der Wiesen streicht, erfüllt sein Herz. Und wie ein Wirbel schwingt er sein Schwert gegen das Dunkel.
Der Wunsch, dass er so wie der Held aus der Legende, voller Mut und Tatendrang, liegt wohl diesem Brauch zugrunde. So, was ich sagen wollte, diese Geschichte kann man irgendwie auf das Amerika unserer Zeit projizieren. So, der Donald Trump ist der Gannon und Link ist hier Obama und so. Oh Mann. Keanu? Sind ihr die Möwen gerade in der Birne gelandet? Sie hat echt einen Vogel im Kopf. Ist das normal, dass das in der Cutscene passiert? Oder war das jetzt Zufall? Ich habe das Spiel ewig nicht mehr gespielt. Ja, da bin ich. Hi. Meine Augen gehen durch meine Haare durch. Oh Mann. Ich interpretiere, glaube ich, viel zu viel in sowas rein, oder? Da bist du ja. Ich könnte mir auch von hier oben aus den ganzen Tag lang das Meer anschauen. Du, Keanu, weißt du eigentlich, was heute für ein Tag ist? Du bist doch noch ein bisschen verschlafen, habe ich recht? Hast du es etwa vergessen? Heute ist dein Geburtstag. Fun Fact, den vergesse ich jedes Jahr. Meistens, jedenfalls. Darum wartet Oma auch schon ganz ungeduldig darauf, dass du endlich nach Hause kommst. Gut, dass ich dich gesucht habe. Keanu, geh schnell nach Hause und lass Oma nicht so lang warten. Könnt ihr jetzt ein Let's Play like Rüdiger machen? Der würde jetzt erstmal hier eine halbe Stunde stehen, dann eventuell mal 5 Schritte nach da gehen und wieder eine halbe Stunde stehen bleiben, um sich alles anzugucken, was er sich jetzt angucken kann. Aber nein, okay, irgendwie haben wir heute Suizidvögel. Der Vogel ist mir durch die Kamera geflogen. Und krapfups. Eigentlich wollte ich da über die Brücke... Ja, ziemlich krank erstmal. Alter. Hahn. Das tut mir schon beim Lesen weh. So, pup. Und hopp. Und kommen wir da auch? Ja, wir kommen da auch. Ich vergesse auch gerne Geburtstage. Auf jeden Fall. Hoffentlich geht's dir dann bald wieder besser. Gern Geburtstag meiner Kollegen, ein Weltwunder, dass ich an meinen eigenen noch erinnere. Ja, es gibt nur einen Geburtstag, an den ich mich erinnern kann. Und das ist der von Ruffy. Der hat nämlich am 1.1. Geburtstag. Das ist wirklich nur, what the hell? Hallo du. Hallo Keanu, alles Gute zum Geburtstag. Sag mal, deine Schwester Aril, bist du nicht über den Weg? Ach so, so war das gemeint. Sie sollte dir ausrichten, dass dich deine Großmutter sucht. Ja, das weiß ich. Da fällt mir ein, als mich deine Schwester neulich gesehen hat, sagte sie, sie wolle auch schnell groß werden, um wie ich Krüge tragen zu können. Sie meinte, dann könnte sie ihrer Großmutter zur Hand gehen. Wenn du sie triffst, dann sag ihr doch bitte Folgendes. Wenn sie vor einem Krug steht, kann sie ihn mit Hilfe von A aufheben, hochheben und tragen. Wenn sie ihn wieder abstellen will, muss sie einfach nur ZR ablegen drücken. Okay, mach ich. Ups, nein, ich wollte hier, Danke. Ich will mich hier durchducken. Das war ein bisschen sehr ausführlich. Hättest auch sagen können, du hattest Bauchi Bauchi Aua oder so. Bauchi Bauchi Aua. Das hört sich jetzt an, als ob ich mit einem Kleinkind rede. Aber so jung bist du ja jetzt auch nicht mehr, dass ich so mit dir reden müsste. Noch mehr Rubine. Und 100 Grüne. Wir sind schon voll reich, ey. Mhm, ich auf jeden Fall auch. Und dann kannst du irgendwann wieder Roadie-mäßige Sachen machen, wenn es dir wieder besser geht. So, das Bild ist immer noch flüssig, hoffe ich. Sehr, hoffe ich das. Kamerad, danke. Öffnen! Keine Oma hier. Was ist denn da? Achso, das ist ein Foto. Foto! Ich dachte schon.
Sah irgendwie sehr komisch aus. Gut, dann ist das jetzt bestätigt. Keanu, ich habe auf dich gewartet. Keanu, probier das doch mal hier an. Ich kann keine alten Frauen reden. Ja, das, ich glaube, der Joke, verflüssigt sich langsam. Wie schnell auch die Zeit vergeht. Kaum zu glauben, dass du schon in dem Alter bist, um dieses Gewand zu tragen. Ja, und wie er angewidert sich das Teil anguckt. Schau doch nicht so, schlüpf rein. Heute ist der Tag, an dem du dasselbe Alter erreichst wie damals der Held aus der alten Legende. Es ist doch nur für einen Tag, also sei tapfer. Das denkst du? Früher wurden die Jungen ab diesem Tag als reif betrachtet und in der Kunst des Schwertkampfes unterwiesen, um sie auf den Kampf gegen das Böse vorzubereiten. Aber diese Zeiten sind vorbei. Und überhaupt, das Einzige, das sich auf dieser Insel noch mit der Kunst des Schwertkampfes beschäftigt, ist der alte Vater Orca. Der Schild, den du hier als Wandschmuck siehst, ist noch ein Überbleibsel aus jener alten Zeit. Verstehst du? Er braucht einen Deodorant, glaube ich. Freu dich doch, das Gewand steht dir wirklich ganz ausgezeichnet. Gut. Heute Abend kommen alle Nachbarn, um deinen Geburtstag zu feiern. Ich habe ja noch so viel mit den ganzen Vorbereitungen für die Feier zu tun. Ich koche nämlich heute deine Lieblingssuppe für euch. Ich hoffe, du freust dich. Das ist ein Festessen, eine Suppe. Ach, das wird bestimmt eine ganz wundervolle Feier. Gut, bitte geh uns wohl deine Schwester Ariel, ja? Ja. Also wenn ich eingeladen worden wäre... Und es gäbe einfach nur eine billige... Wobei, Omis Suppen sind immer die besten Suppen. Aber gäbe es einfach nur Suppe, das wäre irgendwo langweilig. Gibt es hier hinter dem Haus noch irgendwas? Nein. Es gibt einen Vasen. Mit Rubinen drinne. Das fand man nämlich... Okay. Wer ist der, der mir Konkurrenz macht? Rhodey? Und danke für das Kompliment. Keanu! Nein, ich will nicht! So, jetzt habe ich dich angesehen, jetzt kann ich wieder gehen. Warum gehe ich jetzt eigentlich hier in das Haus? Muss ich doch gar nicht. Oh, Keanu! Heute reichst du also dasselbe Alter wie damals der legendäre Held. So alt bist du also schon. Nun denn, von jetzt an muss dein Bestreben sein, dich körperlich zu ertüchtigen. Denn nur in einem starken Körper kann auch ein starker Geist wohnen. Du kommst gerade so recht. Ich wollte soeben die Rolle üben. Ich werde sie dir also auch gleich beibringen. Pass gut auf. Du läufst zuerst mit vollem Tempo los und drückst dann A, um die Rolle auszuführen. Wenn du glaubst, den Dreh raus zu haben, dann roll doch mal mit aller Kraft gegen die Wand. Was ist das wieder für ein Lärm da unten? Kann man denn diesmal seine Ruhe haben? Die ganzen Sachen in meinem Regal sind auf den Boden gefallen. Denk dir nichts, Junge. Mein älterer Bruder da oben wohnt, ist nervlich eben etwas labil. Ist ja auch kein Wunder. Den ganzen Tag hockt er in seinem Zimmer und liest. Er weiß zwar viel und er ist sehr gebildet, aber so klug er ist, so stur ist er auch. Aber noch schlimmer steht es körperlich um ihn. Der ständige Bewegungsmangel hat einen klapprigen Schwächling aus ihm gemacht. Wirklich beschämt. Ich muss schon sagen, Keanu, du verfügst sowohl über Talent als auch über eine gute Auffassungsgabe. Es stehen raue Zeiten bevor. Nur der starke und kampffertige wird bestehen. Ich habe mich entschlossen, dich in der Kunst des Schwertkampfs zu unterweisen. Na, wie sieht's aus? Bist du bereit für eine kleine Übungsstunde? Machen wir später mal. Wenn du wirklich stark werden willst, darfst du die Strapazen nicht scheuen. Komm jederzeit wieder, wenn es dir anders überlegst. Ja, mach ich schon. So, jetzt gehen wir einfach mal. In einem starken Körper wohnt ein starker Geist. Wie sieht's mit der sauberen Wohnung aus? Ich glaube, der Alte da oben ist jetzt ein bisschen aggro auf mich. Aber was soll's? So was passiert einfach mal. Moment, gab es nicht hier noch irgendwie... Ja, es gab hier doch so eine Quest mit dem schwarzen Schwein hier. So. Jetzt haben wir das schwarze Schwein. Das konnte man...
wo konnte man das denn nochmal abgeben? Das war da oben, oder? Wenn ich mich jetzt recht erinnere, es ist schon halt etwas länger her, dass ich das Spiel gespielt habe. Bringen wir das... Oh, ach nee, da komme ich noch gar nicht dran. Jetzt bringen wir das schwarze Schwein da erstmal hin. Zu dem anderen... Zu der netten Dame hier. Nein, wie nett. Du hast dir also extra Mühe gemacht, mir dieses süße Ferkel zu bringen. Ich danke dir von ganzem Herzen. Ich muss gestehen, ich hatte sowieso Schweine im Sinn, als ich dieses Gehege Die Kinder werden völlig begeistert sein. Dann ist es... Ach so, Chesso. Ah ja, die erste Nacht vorhin aufgenommen und dann nutzen wir das erstmal. Nur den normalen Modus. Ich hab mir gedacht, dass ich vielleicht auch einen Free Hard Run daraus mache. Aber das könnte sehr schwer werden. Überlege ich mir noch, bis wir das Dings da bekommen, wenn man einen Boss besiegt. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ach ja. So, komm her, du fettes Stück Schnitzel. Würdest du... bin ich jetzt... Dann visiere ich dich halt an. Autsch. Wieso kann ich das dumme Schwein nicht aufheben? Bin ich da jetzt zu blöd für? Ach, fick dich, Quack. So, weiter geht's. Mit dem brauche ich nicht reden. Dann bleibt das Schwein halt jetzt alleine. Kannst gucken, wie es darin vergammelt in dem ekligen Gehege. Das heißt eklig, in dem zu kleinen Gehege. Du mit deiner Rotzfahne kannst mich mal in Ruhe lassen. Ich mag ihn nicht. Oder glaubst du etwa, meine Tunik ist ein Taschentuch? So heißen die Dinger. Also wie gesagt, das mit dem 3-Herz-Run, das überlege ich mir, bis wir das erste Herzteil, so heißt das dumme Teil, bekommen. Oh, Keanu, hat das Oma für dich gemacht? Naja, aber ich weiß nicht, ist sie darin nicht heiß? Aber es steht dir hervorragend. Keanu, streck doch mal deine Hand aus. Das ist mein größter Schatz und den leicht dir für den ganzen Tag. Alles Gute zum Geburtstag. Wow, was ein Geschenk. Das Fernrohr, yay, jetzt können wir Dinge gucken, uns ansehen. Gamepad habe ich jetzt nicht, ich habe nur Pro-Controller. Na und, freust du dich? Dir leih ich es gern. Du bist ja schließlich mein großer Bruder und daher was ganz Besonderes. Schau doch mal unser Haus von hier aus an. Du wirst Augen machen. Ja, die Taste, okay. Irgendwann einfach mal hier drauf. So, da ist nichts. Weit und breit nichts. Oh. Sieh doch mal nach oben. Jetzt habe ich vergessen vorzulesen. Ja, will ich ja gern. Oh, so. Nein. Ein Vogel hat sein Mittagessen. Und wo kommt das Schiff auf einmal her? Das hat man nirgendwo gesehen. Und... So groß, wie der Schnabel aufgerissen war, hätte der Stein eigentlich da drin feststecken müssen. Anstatt den Vogel nur auszunocken. Oh nein, das ist ja furchtbar. Sie ist in den Wald gestürzt. Wir müssen ihr helfen. Aber so völlig unausgerüstet ist es viel zu gefährlich für dich zu gehen. Ja, fupp und laufen. Wenn du dich bereits vor dem ersten Halbzeit entscheiden haben will, solltest du dir die... Ach ja, stimmt ja, da war ja auch noch eines. Die kommt von da, hätte ich mal besser nach da gucken
Ich muss nicht da lang, nein. Oh, da ist Robine. Also, ich überleg noch, ob ich das mache. Und ja, sowas meine ich, Rhodey. Oh, der ND ist ja da. Guten Abend. Der ND sollte nämlich auch unter anderem ein bisschen Gast kommentieren. Das Schwein kümmern wir uns später. So. Wie lange nehme ich denn eigentlich das Sonne auf? Lass mal gucken. Das sind schon 20 Minuten? What the hell? ND, sobald ich dann mit der Aufnahme aufhöre, können wir das mal machen. Dann kannst du mich über Discord anrufen. Vorher nicht. So, dann gucken wir mal, was der Alte so... Oh, Keanu, was hast du? Du bist ja so blass. Ist etwas geschehen? Was auch immer, das besorgte Eindruck. Na, wie sieht's aus, Keanu? Interessiert? Ja, wir sind jetzt voll dabei und so. Danke, so. Schön, als erstes üben wir den Horizontalhieb. Drücke B und greif mich an. Greif mich so lange, bis ich sage, dass es reicht. Okay. Eine andere Umschreibung für Smash den Knopf. Gut, als nächstes den Vertikalhieb. Drück ZL, um mich als Ziel zu erfassen. Bombs. Und zack. Kommt's mir nur so vor, oder sieht er aus wie Mr. Miyagi? Sehr schön, und jetzt der Ausfall. Drücke ZL, um mich als Ziel zu erfassen. Drücke A und... Hä? Ach so. Zustechen, okay, gut. Ich will noch einen Ausfall sehen. Ich habe nämlich nicht mitbekommen, dass er nach vorne... Ich dachte, das wäre nach links und rechts. Wirbelattacke! Okay. Dann machen wir das doch mal, ohne dabei eine Vase zu zerstören. Upsala! Dazu sage ich einfach mal nichts. Ohne eine Vase zu zerstören. Mhm. So, der Sprungangriff! Ich habe voll daneben gehauen! Das war schon sehr gut, mein Junge. Yay, ich bin sehr gut. Ich spüre eine unruhige Hast in deiner Schwertführung. Weit stärker als nur der bloße Ehrgeiz, es beherrschen zu wollen. Ich weiß ja nicht, was sich zugetragen hat, aber... Ich habe das Gefühl, dass du das Schwert nicht für unlautere Zwecke verwenden wirst. Keanu, nimm es an dich und führe es gut. Du hast das Heroenschwert erhalten. Ja, lern es zu beherrschen, irgendwie... Haben wir auch heute mal den Bären Season Pass gegönnt. Wollen wir nun die nicht. Oh, armer Andy. Der Träger vertraut ihm seinen Wunsch, an stärker zu werden und mit ihm seine Aufgabe zu wachsen. Als treue Weggefährten begleiten sie dich auf ihre Reise. Bla, werde stark und wachse mit deinen Aufgaben. Ja, 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 versuch ja. So, eine Vase haben wir schon zerdeppert, da können wir auch die anderen kaputt machen, oder? Hui. Wozu brauchst du Vasen? Du hast ja doch eh kein Geld drinne. Ich hätte jetzt so gelacht, wenn da ein Rubin rausgefallen wäre oder so. Das wäre zu lustig geworden. So, da oben war ein gelber Rubin, den will ich mir holen. Wo hast du denn deine Vase gelassen? Die Alte hat ihre Vase verloren. Vielleicht sieht das... Oh... Vielleicht sieht das ja. So, oh. Ich sollte, glaube ich, aufhören, die Leute zu mobben. Jetzt gibt's auf einmal doch wieder ein Bo-Indie. Gut. Dann laufen wir und laufen wir und... Ich schneide dir den Schnodder ab. Hat's funktioniert? Ich weiß es nicht. Ich habe nicht drauf geachtet. Aber wenn, dann hätte ich jetzt über den Rest des Spiels seinen Schnodder am Schwert. Und, bitte leg das jetzt nicht falsch aus. Kann man
Ja, da kann man nach den einen Rubin. Auf den pfeife ich jetzt mal. Hui, wir gehen jetzt mal hier hoch. Ich sagte, wir gehen hier hoch und spielen nicht mit unserem Schwert. Es ist ein Boar-ND-Counter. Das Ersatz zählt nicht. So, Delle. Da vorne ist was Mysteriöses. Ein Höhleneingang. Wir zerdeppern hier. Was sind das für Seile, bitte? Wieso halten die Seile so etwas aus? Na gut, und hier werde ich dann wohl auch mal Schluss machen für den Part. Huh, Rubine. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und gucken, was ich... Was zuckt der denn da so rum? Und gucken, was sich da drin so befindet. Also, das war Keanu mit Link's Awakening. Das war das falsche Spiel, glaube ich. Mit dem Wind Waker HD. Bis zum nächsten Mal. Ciao.